Hallo und herzlich willkommen bei Resident Evil, den ersten Teil. Ich gucke gerade mal einmal, weil ich sehe wirklich gerade das Spiel nicht und daher muss ich gucken. Ah, ja, jetzt nimmt er es auch auf. Ja, Ich hatte ja am Anfang Probleme gehabt mit dem Spiel, also nicht mit dem Spiel. Nein, ich will ein neues Spiel. Resident Evil. Wo ich halt wirklich, Probleme hatte, weil ich, ich nehme mal einen Spaziergang. Und ich nehme Jill. Ja, also ich will wirklich erstmal auf einfach. Ich glaube, das dritte ist einfach, das zweite ist normal, das erste ist schwer. Ja, und ich will, wie gesagt, ich spiele erstmal alles auf einfach, weil das ja für mich auch erstmal, weil ich muss erstmal in das Spiel reinkommen. Natürlich werde ich dann für mich selber, für Alpha Team euch, is flying around the werde ich forest, das jetzt auf situated in einfach Northwest Raccoon City. spielen We are und searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team. irgendwann, It wenn ich das Spiel disappeared durch during the habe, werde ich middle es of your auf mission. normal spielen. Helicopter? Ich weiß nicht, ob ich das dann Not normal yet. aufnehme. Auf jeden Fall wird's, Bizarre werde ich murder mit cases have Jill recently occurred A in Raccoon City. benutzen There are outlandish reports of families being und attacked by Chris a group of halt about 10 people. als B, Victims were apparently weil man kann ja zwei people. Charaktere spielen und The Bravo von team was sent in daher, to ja. investigate, but we lost contact. Look, Chris. Und Bravo team's helicopter was daher habe derelict. ich mich jetzt dafür entschieden, auf einfach zu spielen, weil es ja auch für mich Save for the remaining erstmal body of rein, ich muss Kevin. erstmal reinkommen. Ich weiß halt nicht. We continued our search for the other Ich members. glaube, bei PlayStation 1 gab And es it diese turned Frage into nicht. Man konnte halt a einstellen, leicht, nightmare. schwer, leicht, normal und schwer. Aber wenn ich falsch liege, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich höre natürlich gerne zu. Ich lese sie auch. Und ja, im Moment habe ich auch bei Zero schon erwähnt. Im Moment ist die Let's Plays von World of Warcraft und The Elder Scrolls Online erstmal in Stocken geraten oder erstmal pausiert, weil ich die letzten Wochen und Monate nicht die Zeit dazu hatte. Ich hatte halt sehr viele Termine gehabt und auch Besprechungen, also Meetings. Und von daher, ja. Aber ich verspreche euch, es wird von World of Warcraft und The Elder Scrolls Online natürlich weiter Aufzeichnungen oder Let's Plays kommen. Natürlich, weil das so, ja, meine Lieblingsspiele sind, also einer meiner Lieblingsspielen, weil ich habe mehrere. Resident Evil gehört natürlich auch dazu. Und ich weiß, dass ich damals auf PlayStation 1 damals Resident Evil 1 nur angespielt habe. Chris, this way. Also da war ich nur am Anfang und durch Schule, genau durch die Schule, kam ich halt nicht mehr dazu zu spielen. Was ich aber durchgespielt habe, war damals Resident Evil 3 Nemesis. Und dieser verdammte Nemesis ist die reinste Katastrophe. Der hat meine Nerven damals wirklich There are only three Stars members left strapaziert. now.
Und wenn ich sage wirklich strapaziert, meine ich jetzt auch strapaziert. Weil, ja, es ist einfach der reinste, ich würde jetzt sagen, der reinste Psychopath und voll der Stalker. Man wusste, okay, mein Bild bleibt gerade irgendwie stecken, stocken. What is this place? Ja. Ich glaube, ich muss bei den Einstellungen gleich was ändern. Not quite your ordinary house, that's for sure. Auf jeden Fall bewegen die sich gerade langsam. Hey Whisker, where's Chris? Okay, da ist wieder der. Jill, no. You don't want to go back out there. Okay, ich muss gleich die Einstellung wirklich ändern. Ich merke, dass irgendwas mit der Tonspur gerade was nicht stimmt. What was that? Und daher, ja, müssen wir, glaube ich, etwas umstellen. Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Oh. Entschuldigung, ich wollte eigentlich ins Menü, weil ich wollte eigentlich da was umstellen. Aber leider ist es doch anders. Tut mir leid. Es war wirklich nicht meine Absicht, aber die sind so lahmarschig gerade. Und die gehen wirklich in Schneckentempo. Und a dining. Ja, ein Esszimmer. Schön. Und tut mir leid, ich dachte, ich komme auch so, während sie sprechen, halt auch ins Menü. Aber leider ist es halt so, dass es nicht so ist. Aber jetzt, Audioanzeige. Moment. Nein, das ist das Bildformat, Helligkeit, Audio. Audio? Nein. Ah! Okay. Ich glaube, ich muss das dann später nochmal umstellen. Man merkt, wie langsam die ist. Oder ich mache gleich einen kleinen Cut. Also, ich werde natürlich hier erstmal das Spiel speichern. Ja, bitte. Ich hatte es vorher angespielt gehabt, aber mir ist ein Fehler unterlaufen. Daher werde ich das hier natürlich überschreiben. Und dann werde ich einmal ins Hauptmenü gehen. Genau, das mache ich jetzt. Ich gehe jetzt erstmal ins Hauptmenü. Entschuldigung, aber ich muss bei der Grafikeinstellung irgendwas anders einstellen. Nein, das hier hatte ich. Ja. Ich hoffe, das wird jetzt besser. Ich hoffe es. Ich hätte es auch mal auf. Moment. Wenn wir schon mal dabei sind, kann ich auch gerne mal das Fenster groß machen, also als Vollbildfenster, weil ich natürlich extrem, es ist extrem scheiße. Ja, bitte. Ich hoffe, es ist jetzt auch besser. Besiegen Sie die Angst und überleben Sie. Ah, toll, danke. Irgendwie. Also merkt ihr, sie geht. I think you'd better take a look at this. What is it? Ich glaube, ich muss nochmal. Weil, wisst ihr was? Tut mir leid, dass ich das nochmal mache. Aber ich glaube, ich muss wirklich. Ich habe hier irgendwas. So. Das war so. So.
Es tut mir wirklich leid. Ja, auch mir passieren Fehler und ja, ich möchte, dass die Tonfrequenz nicht, also dass die synchronisiert ist und nicht so verschoben ist, weil das bringt mir nichts, das bringt euch nichts. Und ja, jetzt ist es viel besser. Ich da was? Die einzige Bewegung ist das stille Flackern der Kerzenflamme. Okay. I think you'd better take a look at this. What is it? Ja, jetzt ist es definitiv What? besser. Jill. See if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Ja, und ich gucke auch schon auf meinen Timer. Es sind schon 9 Minuten. Ha! 9 Minuten Spielzeit. Hey! Oh, ach ja, stimmt ja. Ja, ich hatte ja auch den ersten Teil gemacht. Zero habe ich, nicht den ersten, die erste Aufnahme von Zero. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Okay. Okay. Natürlich werden wir jetzt gehen. Ich glaube, die 60 FPS Bildrate war doch so Zeitlupe. Geh, mach doch die Tür auf. Und ja. Es ist einfach so, dass ich denke, dass ich wirklich, ich kann nicht hier rein. Sie ist von der anderen Seite verschlossen, natürlich. Und hier? Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist in das Schloss eingraviert. Okay. Ich glaube, hier, da ist der Fahrstuhl, ist das, das ist ein Fahrstuhl, ne? Hier ist ein Aufzug. Von diesem Stockwerk aus können Sie ihn anscheinend nicht betreten. Oh, diese Musik. Und ich sag ja, es ist halt, die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol ist eingraviert. Okay. Wie ihr seht, bin ich wirklich ja. Ich habe zwar Resident Evil 6 schon gespielt. Ich glaube, ich werde aber darüber auch noch eine Aufzeichnung oder ein Let's Play machen. Ja, ich glaube, ich mache auch über von Resident Evil 6 ein Let's Play. Ja, ich spiele seit, also die erste Aufnahme von Resident Evil Zero. Ah, nein, nicht beißen. Lass mich. Ach komm, verzieh dich doch. Lauf. Nein, lauf, 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 lauf. Lass mich. Oh, verdammt. So. Also wirklich. Habe ich noch Schuss? Guck grad mal. Anzeige. Nee, falsch. Wo komme ich jetzt in mein Inventar rein? Moment. Das ist die Karte. U. Nein, T, R, E. Nein, das ist vorwärts, das ist drehen, rückwärts, drehen. Nein. N. Ah, Warnung, verdammt. Ah, ich habe noch 10 Schuss. Oh je, ich hoffe, ich finde. Halt, stopp, hier muss ich raus. Hier will ich raus. Meine Güte, also über PC
Resident Evil 1 zu spielen ist wirklich sehr, sehr schlimm. Na, sehr, sehr katastrophal gerade. Ja. Ja. What the hell is this thing? Ja, das frage ich mich auch. Killed by this thing. Let's report this to Wesker. Natürlich. Ach, lauf doch. Speichere ich? Nein, ich speichere jetzt mal nicht. Moment. Ja, Wesker ist anscheinend weg. Ah. Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Ja. Vielleicht. Moment, hier ist eine Tür. Kann ich hier rein? Ach, lauf doch. Am besten schließen Sie erst die Durchsuchung der Halle ab. Okay. Ah. Ach, lauf doch. Also, wie gesagt, ihr seht, ich habe wirklich Probleme mit der Steuerung. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris and now Wesker. There's not much we can do. Und trotzdem ist die Spur, die Tonspur ein bisschen, This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh, I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Ja, also wie gesagt, ist gerade die Tonspur doch etwas verschoben. Ich hoffe, bei den nächsten Aufnahmen ist das nicht so. Ja. Ich guck einmal auf Karte. Also hier ist noch was. Da. Ich weiß jetzt nicht, weil ich konnte auch nicht richtig lesen, wo ich zuerst hin soll. Also gehe ich jetzt einfach mal die Erdgeschosse einfach mal hier ab. Nein. Oh, ich habe einen Schuss verbraucht. Frau am Brunnen. Da ist doch was. Wie komme ich denn da ran? Ah, warte mal. Da ist doch ein Schalter. Frau am Brunnen. Da seht ihr, da blinkt was. Die Tür ist verschlossen, ein Schwertsymbol. Also ich bin jetzt hier in dem Raum. Ich brauche echt
Moment. Ich komme gleich wieder. Ich brauche echt ein Blatt. Oder irgendetwas, wo ich erstmal schreiben kann. Kurz. Weil das übertrage ich dann später auf einen Blog, natürlich. Aber erstmal, von mir aus gesehen, ist das rechts. Erste Tür rechts. Rüstung war das, ne? Schlüssel. Ja, wie gesagt, es ist halt... Aber ich will da oben dran. Eine Frau am Kunden. Da ist doch was, was ich benutzen kann. Oder kann ich das schieben? Moment. Nee. Aber wie komme ich denn jetzt da dran? Ich verschieb mal das. Nee, ich will das eigentlich hier wegschieben. Aber kriege ich das nicht anders? Muss ich? Nee. Ah! Hat da flickst. Warte mal. Porträt und Fotos hängen an der Wand. Sie sehen aus, als würden sie gleich zum Leben erwecken. Ich glaube, das ist die Galerie, oder? Ja. Ich weiß nicht. Da ist ein Knopf. Vielleicht. Geh jetzt mal. Nein. Also ich weiß, ich gehe mal nochmal raus und dann nochmal rein, weil ich weiß zu 100%, dass man diesen verdammten Tisch beiseite schieben kann. Von der anderen Seite. Ich frage mich, gerade. Ah, jetzt geht's. Ah, okay. Ah, seht ihr? Da ist doch gleich, da kommt doch gleich was, oder? Nein. Oh, ein Dolch. Super. Ausweichen. Mit Verteidigungsobjekten wie dem Dolch können Sie vorübergehend ausweichen, wenn ein Gegner Sie packt. Sie können jedoch nicht entkommen, wenn der Gegner Sie von hinten packt. Um ein Verteidigungsobjekt auszurüsten, gehen Sie zum Statusbildschirm und wählen Sie ein Objekt im Menü für Verteidigungsobjekte. Wählen Sie dann den Befehl Ausrüsten. Mhm. Ist Ihr Verteidigungsobjekt in den Controller-Einstellungen auf manuell gestellt, so müssen Sie zum Verwenden des Verteidigungsobjektes E drücken. Okay. Moment. Das war das. Ausrüsten, genau. Nein. Ich möchte aber gerne meine Pistole haben. Ja. Wie gesagt, es ist... Ich muss E drücken, wenn ich... Oh oh. Ach bitte. Schieß. Kann ich nicht schießen?
Bist du tot? Nein. Jetzt bist du. Oh, verdammt. Ich hab... Oh, gibt's auch hoffentlich. Ich hoffe, es gibt Munition. Wie gesagt, auf dem einen Bild, da war... Moment, was ist das? Ein düsteres Gemälde des Hauses. Okay. Und hier? Ich muss doch hier irgendwas finden. So, vielleicht schaffe ich... Nein! Nicht weiter! Schieben. Vielleicht schaffe ich es... Nein! Nein, 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 nein! Die ist jetzt hier. Nein! Och, Jill! Na, kann sie das nicht? Nee. Oh. Ich muss da dran. So. Nein. Ach, Kind. Oder besser gesagt, Frau. Normalerweise macht ja nur das, was ich ihr sage, aber ich komme da nicht dran. Ich frage mich, warum. Warum das gerade so schwer ist. Da dran zu kommen. Okay, vielleicht. Vielleicht treffe ich das ja. Stimmt ja, ich kann mich. Kann ja nicht. Ah, warte mal. Spring doch runter. Also, ja, mit F stimmt ja. Vielleicht geht das, wenn ich das dahin schiebe. Nein! Stopp! Och, ganz ehrlich. So, und. Nein, 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 nein. Du sollst hoch. Und hier wieder runter. Perfekt. Und hier. Och, meine Güte. So. Da ist eine Karte von Villa Erdgeschoss. Mitnehmen? Ja. Oh, Leute. Ich dachte, das ist... Ja, freut mich. Das ist... Munition wäre. Ich brauche Munition. Ich sehe schon auf der Uhr, ich bin 27 Minuten und ohne Munition ist das gerade nicht angenehm. Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol ist auf. Okay. Was? Eine chinesische Vase, ja. Schön. Wir brauchen Munition. Hier vielleicht noch was? Nein, auch nicht. Mein Problem ist gerade, ich habe keine einzige Munition. Und ich weiß nicht, ob ich nicht gleich sterbe. Deswegen werde ich jetzt erstmal speichern.
Ja, bitte. Speichern beendet. Daher, ich muss echt gucken, was ist hier? Oh, ein Symbol. Objekt untersuchen. Wählen Sie auf dem Statusbildschirm ein Objekt, gefolgt vom Befehl untersuchen. Die Details des Objekts werden angezeigt. Okay. Dann machen wir das hier mal. Kombinieren, prüfen. Genau. Frag mich mal gerade, wo das hingehören könnte. Aber, wie gesagt, das finden wir dann später raus. Ich muss echt gucken, wo ich vom Henker Munition herkriege. Kann ich da nicht untersuchen? Nein, natürlich nicht. Hier ist ein Bild. Kann ich da vielleicht? Halt, stopp. Da. Ein Bild von zwei Rittern im Kampf. Das kurze Schwert steckt in der Brust des einen Ritters. Das lange Schwert hat den Kopf des anderen durchbohrt. Da liegt der Weg mir schicksalfrei. Vielleicht. Nein. Warte mal. Ist hier was? Nein, natürlich nicht. Aber seht ihr das? Das Bild. Okay. Ich kann das nur untersuchen. Aber mehr auch nicht. Ich brauche dringend Munition. Hat die hier? Haben die hier nicht was? Achso, ja, das Symbol, was wir hatten. Also ich weiß, dass es gerade. Andere würden gerade lachen. Ja. Was ich da eigentlich mache. Und Leute, ganz ehrlich, meine Hände schwitzen, weil ich weiß echt nicht, was noch so auf mich zukommt. Rüstungssymbol. Ja, ich weiß. Daher, ey. Boah, diese. Daher weiß ich echt jetzt nicht. Ey, du sollst runtergehen. Och mal, ein Schwertsymbol. Wo muss ich denn jetzt lang? Sag mal. Ich glaube, ich weiß wohl. Wie gesagt, so weit kam ich nicht. Wie gesagt, ich habe damals nur auf der PlayStation nur den Anfang gespielt. Und durch die Schule war es halt so, dass ich nicht die Zeit dazu hatte. Kann ich den untersuchen? Die Leiche? Anscheinend hält er etwas fest. Kenneth Film. Das ist der Film. Das ist der Film, der Kenneth gehörte. Ich brauche einen Videorekorder, damit ich ihn ansehen kann. Okay. Ich dachte wenigstens Munition. Ja. Ich spiele schon seit 33 Minuten und ich glaube, ich werde auch gleich einen kleinen Cut machen. Aber wie gesagt, ich will hier erstmal gucken, dass ich. Oh nein. Oh, ja. Pistolenmagazin, super. Klasse. Jetzt habe ich auch wieder Magazin.
Oh, steh ja nicht auf. Nur die Heilkräuter. Nur die Heilkräuter. Ja. Und? Ja. Natürlich mischen wir das sofort. So. Und ich verwende das jetzt auch mal direkt. Jetzt haben wir 15 Schuss. Wieso sind hier Ketten? Kann man dich untersuchen? Oh, bitte steh ja nicht auf, verdammt. Bleib liegen. Ey, ich will die Treppen hoch. Ja. Ich glaube, diese Folge wird lang. Aber auch nur, weil ich eigentlich einen Speicherraum suche. Verschlossen. Oh! Nein, 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 nein! Stehst du nochmal auf? Nein. Ja, wir haben einen goldenen Pfeil. Und, oh, zum Glück Magazin. Juhu, Pistolenmagazin. Moment, einmal. Ja, die Pfeilspitze sieht aus, als könnte man sie abnehmen. Die Pfeilspitze besteht aus Peridot, wie Smaragd aussieht. Ja. Okay. Wir haben jetzt das, jetzt gucken wir mal, was das? Ah, die können, okay, können wir nicht kombinieren. Ja. Durch welche Tür gehen wir denn jetzt als erstes rein? Können wir hier rein? Von der anderen Seite verschlossen, okay. Moment, da, dieses Bild. Nein. Wir haben die Tür aufgeschlossen. Oh, ich brauche doch nur einen Speicherplatz. Ich möchte eine Schreibmaschine. Moment. Stehst du wieder auf? Nein. Okay. Dann gehen wir. Oh, da ist ein. Natürlich holen wir den uns auf. Die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol ist eingraviert. Okay. Ein Buntglasfenster. Das Muster in der Mitte erinnert an eine Frau. Ich glaube,
kann die da, glaube ich, runterschmeißen. Na, Bill, machst du bitte das, was ich möchte? Nur fall nicht runter! Oh, okay. Jetzt gucken wir mal, wo wir... Ah! Was ist hier? Nichts. Und hier? Ah, da können wir raus. Okay. Wo können wir denn da hin? Ich möchte jetzt nicht so viele Türen aufmachen. Wo sind wir denn jetzt? Okay, ich gehe jetzt wieder da rein. Ich muss auf die Karte gucken, wo ich da bin. Okay, wisst ihr was? Ich werde natürlich erstmal hier rumlaufen. Oh, da ist noch ein Dolch. Darf ich nicht vergessen. Warte mal. Also ich kehre jetzt um und ja, guck, dass ich gespeichert kriege und dann verabschiede ich mich fürs Erste. Und falls ich mal hier in die Kur... Ernsthaft? Ah, laut! Nein! Zurück! Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Bleibst du liegen? Ja, du bleibst liegen. Brav. Kam ich hier rein? Ah ne, das war nicht der Weg. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt, wie gesagt, gerne speichern wollen. Oh, dieses Trampeln. Geh doch da. Also das ist wirklich echt schwer, weil weil das nicht einfach, es ist halt wirklich nicht einfach mit dieser Steuerung und auch ich muss natürlich auch gucken, wie ich am besten steuere oder damit zurechtkomme. Ja, wie gesagt, es ist nicht einfach über den PC ein Remake, wenn sie das so belassen haben wie vorher. So, wir haben ein blauer Edelstein. Ja, sehr schön, aber ich würde gerne mal wissen, wo hier genau eine Kiste ist. Und ich würde gerne mal Sachen ablegen, weil ich glaube nicht, dass ich noch genug Platz, also ich habe nicht genug Platz. Aber okay, kriegen wir auch schon hin. So Leute, ich sage, verabschiede mich mal für heute und wir sehen uns in der zweiten Folge. Wenn es wieder heißt Resident Evil im Herrenhaus. Genau, wir sind hier im Herrenhaus. Ja, auf Wiedersehen, macht's gut. Bye bye. Ah ja, was ich auch vergessen habe zu erzählen. Ganz ehrlich. Lass doch bitte ein... Ja. Ein Abo da. Ich würde mich wirklich sehr, sehr darüber freuen. Natürlich. Und ein Däumchen nach oben. Ich würde mich auch wirklich auch darüber freuen, weil ja, weil ich das wirklich ja, ich tue es nicht nur für mich, die Let's Plays, sondern auch für euch.
Und wie gesagt, ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund. Und ich hoffe irgendwann, dass diese Corona-Krise mal irgendwann zu Ende ist. Aber wie gesagt, abonniert meinen Kanal. Däumchen nach oben. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Resident Evil. Aha, okay, ciao.